Ah, Taha. Scheint, als hätten deine Männer sich hier gut eingefunden. Haben sie. Dieser Ort wird jedenfalls eine gute Operationsbasis darstellen, falls wir uns Feinde machen sollten. Ich hoffe zwar nicht, dass es dazu kommen wird, aber trotzdem, wir sind gut vorbereitet. Du willst reden über das, was ich vor 8 Jahren getan habe. Warum hast du es getan? Warum hast du mich an meinen Vater ausgeliefert? Weil ich damals noch an seine Vision geglaubt habe. Das, was du, Zane und Helena vorhattet, ihn an die königliche Armee zu verraten. Ich konnte das einfach nicht mit ihr vereinbaren. Ich hielt es für falsch. Aber das heißt nicht, dass mir die Entscheidung gleich fiel. Außerdem dachte ich nicht, dass dein Vater so weit gehen würde und alle drei hinrichten lassen würde. Naiv, ich weiß. Aber so war es. Schau, ich habe mich damals der Rebellion angeschlossen, weil ich in den Worten deines Vaters Wahrheit gesehen habe. Die Maskierungen, die Fehlungen, die Hetze gegen uns Schänder, die die Reinheit des Lichts sät, das war doch alles schon immer da. Seit jeher hat das einfache Volk uns Magier gefürchtet, weil wir anders als sie sind. Besser. Isamu Taha wusste, dass es irgendwann zu einer Hetzjagd kommen würde. Also hat er sich erhoben und versucht, es aufzuhalten. Zumindest war es das, was er uns glauben gemacht hat. Um ehrlich zu sein, weiß ich bis heute nicht, ob ihm irgendwann einfach seine Vision abhanden gekommen ist oder ob er sie von Anfang an nicht gehabt hatte. Ernsthaft? Das Volk hasst uns eben wegen dem, was mein Vater getan hat. Er hat ihre Ängste bestätigt, indem er diesen gottverdammten Krieg begonnen hat. Ach ja? Und was ist mit all dem Mist, der davor passiert ist? Die Hexenverbrennungen. Magier, die aus den Städten gejagt wurden. Von ihren Eltern ausgesetzte, magiebegabte Kinder. Hast du gerade gesagt, weil wir besser sind? Ja, besser. Wie sollte man es sonst formulieren? Wir schleudern Feuer aus unseren Händen, heilen Wunden mit der Kraft unserer Gedanken. Wir sind normalen Menschen überlegen. Und das wissen sie genauso gut wie wir. Aber heißt das, dass wir sie töten wollen? Nein. Wir sind keine Tiere, sondern Leute, wie sie es auch sind. Nur sind wir eben die Löwen und sie die Katzen. Wir haben uns nicht ausgesucht, so zu sein, aber die Natur hat uns so geschaffen. Punkt. Für mich klingt das, als würdest du immer noch rationalisieren. Du versuchst zu rechtfertigen, was du in diesem Krieg angerichtet hast. Siehst du, und da liegst du falsch. Alles, was ich sage, ist, dass nie alles nur schwarz und weiß war. Du solltest das doch mehr als alle anderen wissen. Ja, Taha, ich habe einen Fehler gemacht. Und ich habe die letzten 7 Jahre nichts anderes getan, als Abbitte zu leisten. Warum sonst hätte ich die Vielgereisten gegründet? Warum zum Geier hätte ich Isamu sonst verlassen sollen? Und ich erwarte nicht einmal, dass du mir vergibst. Ich weiß nicht mal, ob ich es an deiner Stelle tun könnte. Damals bei der Rebellion waren doch Artefakte dein Spezialgebiet, oder? Was weißt du über die Gottsteine? Gibt es irgendetwas Interessantes, was du uns mitteilen könntest? Interessantes? Das kommt ganz darauf an, was du damit meinst. Dass die Fähigkeiten dieser Rune mehr als nur faszinierend sind, muss ich vermutlich nicht erwähnen. Davon abgesehen weiß ich nur das, was ihr auch schon wisst. Dass sowohl die Former als auch die Hyberner ihre Magie verwendet haben. Aber das war's auch schon. Ich meine, mich erinnern zu können, dass du die Vielgereisten ins Leben gerufen hast, um Abbitte zu leisten. Stimmt das? Und wenn ja, wie genau hast du sie gegründet? Zu deiner ersten Frage. Ja, das stimmt. Was ihre Gründe angeht, das ist eine lange Geschichte und vielleicht eine, die wir uns besser für später aufheben. Reden wir über meinen Vater. Hatte ich vermutet. Was willst du wissen?
Glaubst du eigentlich, dass es stimmt, dass er wahnsinnig war? Gegen Ende hin? Sicherlich, ja. Er hatte seinen Verstand verloren. Aber anfangs, ich weiß es nicht. Ich wiederhole mich, aber es gibt da einen Teil in mir, der gerne glauben würde, dass er nicht schon immer ein Verrückter gewesen ist, sondern ein Visionär, der vom Weg abgekommen ist. Aber was ich weiß ist, dass er ein echter Anführer war. Wenn er Reden hielt, es war einfach fesselnd. Bis heute habe ich niemanden mit einem vergleichbaren Charisma gesehen. Und vielleicht benötigt so ein Charisma immer einen Hauch von Wahnsinn. Du klingst ja fast schon nostalgisch. Nostalgisch? Nein. Er war ein besonderer Mensch, das ist alles. Du hast auch etwas davon in dir, haha. Das habe ich gemerkt, seit wir zusammen zur Reise begonnen haben. Aber ein Großteil davon ist noch verborgen. Es mag seltsam klingen, aber siehst du da irgendeine Ähnlichkeit zwischen ihm und mir? Interessante Frage. Ja, es gibt Momente, in denen ich da dieses Etwas in dir sehe, das mich an Isamu erinnert. Dieses Etwas? Was meinst du? Na, ich glaube, am besten kann man es mit einer Art Ausdruck in deinen Augen beschreiben. Er ist irgendwie kühl, aber gleichzeitig getrieben, intensiv. Und er kann sowohl einschüchternd als auch charismatisch sein. Es klingt vielleicht komisch, aber ich glaube, dass es diese Energie ist, die deinem Vater dazu verholfen hat, all die Leute und Adelshäuser hinter sich zu versammeln. Und wer weiß, vielleicht hilft sie dir ja auch bei unserer Sache. Mein Vater hat mir nie gesagt, wie er aufgewachsen ist. Weißt du irgendetwas darüber? Über seine Kindheit? Ich fürchte nicht. Er hat mir zwar ein paar Bruchstücke seiner Vergangenheit mitgeteilt, aber wahrscheinlich nicht mehr, als er dir auch erzählt hat. Reden wir über etwas anderes. Ich gehe jetzt. Interessant. Na, sieh mal einer an. Der sagenumwobene Korporal. Schön, euch endlich persönlich zu treffen. Ich bin Flynn, zweiter Kommandant der Vielgereisten. Ich muss schon sagen, für jemanden, der bisher nur eine mickrige Division Rekruten angeführt hat, schlagt ihr euch momentan nicht schlecht. Darin eine Armee zu führen, meine ich. Nicht, dass ich es nicht besser könnte, aber trotzdem. Wie auch immer, seid ihr hergekommen, um unsere Männer zu bewaffnen? Ich will es doch mal schwer... Ihr seid doch schon bewaffnet. Ja, mit rostigen Schwertern und verbeulten Rüstungen. Ich meine, richtige Waffen. Wenn ihr mir das Geld gebt, werde ich mit meinen Kontakten in Immerlicht sprechen und sehen, was es Neues auf dem Schwarzmarkt gibt. Das wird die Schlagkraft unserer Truppen erheblich verbessern. Ich möchte bessere Aus... Musik in meinen Ohren. Was schwebt euch vor? Worum geht's? Sie werden brennen. Im Schatten des Berges, der ihr ihren Namen gab, liegt die Ödnis, die als Fuß des Bargagor bekannt ist. Sie ist die Heimat des Orkstammes der Feuerzähmer und vieler Bestien, von Untoten bis hin zu Dämonen.
Während die meisten Reisenden aus diesem Grund einen Bogen um den Bargor machen, schätzt die Feuerzähler die Tücke ihres Heimatlandes. Denn der orkischer Denkweise kann nur durch den sogenannten Lebenskampf, den stetigen Konflikt, eine Rasse die Jahrhunderte überdauern. Da wären wir. Der Fuß des Bargagor. Und ihr haltet das immer noch für eine gute Idee? Wir haben keine Wahl. Ohne Verbündete werden wir diese Steine nie finden. Jawohl. Klingt gut. Verdammte Rüstung! Wenn das nicht der gefürchtete Korporal ist. Ich war gerade dabei, alleine zu gehen. Tja, ihr habt Glück. Scheint, als brauchen wir tatsächlich Verbündete. Truppen, um genau zu sein. Ich hatte da so ein Gefühl. Und ja, ich kann euch helfen. Vorausgesetzt, ihr helft mir zuerst. So war die Abmachung. Was wollt ihr? Eure Hilfe dabei, einen Krieg zu vermeiden. Vermeiden? Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ist es für gewöhnlich nicht euer Volk, das die Kriege beginnt? Das denken die meisten. Lasst mich es erklären. Der hohe Häuptling unseres Stammes plant, einen alten Krieg neu anzufachen. Den Sechsvölkerkrieg. Mit anderen Worten, er will die Welt zurück ins Chaos stürzen. Es ist dumm und gefährlich. Aber viele meiner Brüder sind nicht in der Lage, das zu sehen. Krell erzählt ihnen, dass unser Stamm schwach geworden sei und dass wir mit der Invasion des Nordtanda und Elfenreiches die Welt erneut die Furcht vor uns lehren werden. So wie es sein sollte. Was sie nicht verstehen ist, dass niemand von diesem Krieg profitieren würde. Die Feuerzähne würden ausgelöscht. Das ist sicher wie der Sonnenaufgang. Und sowohl die Männer als auch die Elfen würden am stärksten darunter leiden. Krell sagt ihnen, dass wir so den Lebenskampf ehren würden. Das stimmt aber nicht. Es wäre blanke Dummheit. Der Lebenskampf? Ah, richtig. Entschuldigung, ich habe vergessen, dass ich mit einem Bleichgesicht rede. Der Lebenskampf ist das, wie sagt man, das Herzstück unserer Kultur. Im Kern allen Lebens existiert Konflikt.
Der Wolf jagt den Hirsch. Der Hirsch flieht vor dem Wolf. Ohne das Fleisch des Hirsches stirbt der Wolf. Aber gäbe es keinen Wolf, würde auch der Hirsch sterben. Warum? Weil er sich ohne einen Feind hemmungslos vermehren würde. Er würde sich fortpflanzen, bis seine Spezies kein einziges Blatt mehr zum Fressen hätte. Ihr Friede wäre ihr Untergang. Und so ist es mit allen Wesen. Dort, wo es keinen Konflikt gibt, gibt es Stagnation. Und Stagnation führt unweigerlich in den Untergang. Deshalb muss es den Lebenskampf geben. Aber das ist kein Thema für jetzt. Alles, was ihr vorerst wissen müsst, ist, dass Krells Wahnsinn nicht nur für die Orks, sondern auch für die anderen Rassen dieser Welt eine Gefahr darstellt. Aber warum? Warum will Krell einen neuen Sechsvölkerkrieg anzetteln? Tja, auf die Frage gibt es mehrere Antworten. Die erste lautet, wegen des Blutbrands. Die Orks leiden auch darunter? Ja, nicht so sehr wie ihr Menschen. Aber es gab Krankheitsausbrüche in einigen der Stämme. Krell behauptet, dass die Menschen und die Elfen den Blutbrand erzeugt hätten, um uns auszurotten. Das ist seine Rechtfertigung für den Krieg. Er behauptet, wir müssten uns schützen. Das ist absurd. Ja, und er weiß es. Aber das hält ihn nicht davon ab, mit dieser Behauptung die Clans hinter sich zu sammeln. Und hier nähern wir uns dem eigentlichen Grund. Krell ist ein selbstsüchtiger, machthungriger Narr. Er wurde durch Lügen und falsche Versprechen vom Wiedererlangen unserer alten Größe, unser hoher Häuptling. Und langsam, aber sicher beginnen die Orks ihn zu durchschauen. Also muss er irgendetwas tun, um sich seine Machtposition zu wahren. Verstehe. Und was gedenkt ihr zu tun? Ihn aufzuhalten. Unsere Kultur ruht auf zwei Säulen, Stärke und Weisheit. Und ich werde ihm die Macht der zweiten Säule zeigen, über ein Bündnis mit einem Menschen und dem daraus folgenden Sieg über Krell werden die Feuerzähmer erkennen, dass selbst eine unübliche Allianz zu Stärke führen kann. Also wollt ihr ihn bekämpfen? Erst einmal herausfordern. Aber Krell ist ein Feigling, also bezweifle ich, dass er das akzeptieren wird. Und das ist der Grund, dass ihr hier seid. Plan B. Und im Gegenzug bekomme ich Truppen? Ja, sofern es mir gelingt, Krell aufzuhalten, werde ich den ganzen Stamm der Feuerzähmer hinter mir haben und euch genügend orkische Handwerker und Krieger zukommen lassen, um eure Sache zu unterstützen. Sofern wir ihr zustimmen, versteht sich. Einverstanden. Wann wollt ihr ihn herausfordern? Jetzt. Er hat zugestimmt, sich mit mir zu treffen. Und ich wollte gerade gehen. Ach, und eines noch. Wie heißt ihr? Taha. Gut, dann los, Taha. Der Treffpunkt ist nordöstlich von hier. Aha.
ihr was? Klingt gut. Da lang? Gut. Gut. Warum nicht? Nur wenige wissen, dass es einen Grund für die Unbelebtheit des Bargagor gibt. Als wären sie von einem arkanen Schleier bedeckt, weisen die Berge und das umliegende Ödland eine starke magische Signatur auf. Während die Orks diese auf die Schlacht der Renegaten zurückführen, sind menschliche und elfische Gelehrte der Ansicht, dass es sich dabei lediglich um eine magische Anomalie handle. Eines ist sicher: dass die ungelenkte Magie fortwährend die Aufmerksamkeit gefährlicher Kreaturen auf sich zieht. Seien es Untote oder Dämonen. Na, sieh mal einer an. In Ordnung. Diese Goblins wurden verstümmelt. Was für eine Kreatur könnte das gewesen sein? Tja, Bargagor ist nicht gerade die gastfreundlichste Gegend. In anderen Worten, viele. Also, wie ist der Plan? Ja? Und ich brauche Heilung. Jawohl. Zarach führt mich. Ja? Aha. Was? Ja. Ja! Habt ihr das gehört? Ja, und das gefällt mir nicht. Sicher doch. Scheiße! Was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Verschwindet! Tötet es! Sofort!
Ich brauche Heilung. Einer unserer Helden wurde getötet. Wie ist der Plan? Hilfe! Einer unserer Helden wurde getötet. Zalaka. Nein, nein. Stern, steh auf. Ich brauche Hilfe. Einer unserer Helden wurde getötet. Jemand, verdammt! Einer unserer Helden wurde getötet.